So sieht ein Disc Golf Korb aus. Ja, oben rund, Kette, unten rund und steht auf einem Fuß. Dieser Disc Golf Korb, den habe ich selber zusammengebaut aus Sperrmüllsachen. Hier oben ist ein Rückgrat von einem Fahrrad, Ketten vom Baumarkt, Regalwinkel vom Baumarkt. Ringsherum, das ist aus dem Hausschutt. Ja, es gibt ja Häuser, die gebaut werden. Ja, und der Fuß ist alles aus dem Sperrmüll von einem Tisch. Ne? Genau, alles zusammengebaut. Auch die Stange in der Mitte ist von einem Tisch. Alles zusammengebaut, fertig. Jetzt kommen wir zu der Frage, warum habe ich den selber gebaut? Weil ich mir ja einen originalen Disc Golf Korb nicht leisten kann. Denn ein originaler, wie jetzt in Roderbruch steht oder auf anderen Disc Golf Plätzen, kostet zwischen 300 und 500 Euro. Ja, aber ein mobiler gibt es schon billig im Angebot zu kaufen. Aber da ist auch das Preis momentan bei 180 Euro. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, ja, andere Leute schmeißen ja was in Sperrmüll und dann bauen wir eben was draus. Hab mir dann einen Bauplan aus dem Internet runtergeladen. Ja, denn es gibt auch einen Bauplan, wie man sowas baut. Ja, und dann habe ich einfach Zollstock genommen und Stichsäge, ja, und Bohrmaschine und High-Gipping. Und so habe ich auch ein, ja, Trainingswerkzeug für zu Hause, ne? Olafi hier hinterm Haus. Jetzt ist das Maßband ausgelegt auf 30 Meter. Ja, und ich schätze mal, die Nachbarn werden dann so entscheiden, so zwischen 20 und 25 Meter, um hier gute Treffer zu erlangen. Ne, genau. Ja, umso mehr Treffer die Nachbarn haben, umso mehr muss ich arbeiten. Ja, denn die Challenge heißt ja, in allgemein, wenn die jetzt 5 Treffer machen, insgesamt, die beiden Nachbarn, dann muss ich 10 machen. Ja, wer die meisten Treffer hat, hat ja auch am Tag auch gewonnen. Ja, und so motiviert sind ja dann auch dementsprechend dann die Nachbarn. Ja, wenn sie treffen, dann kommen sie am nächsten Tag wieder und sagen, Sascha, bau das Ding wieder auf. Und so passiert das denn. Die Interesse ist also da. Meter. 25 Meter. Das waren 30 Meter. So wie beim Mülleimer heute Morgen, ja, wo ich reingetroffen habe auf 20 Meter, so geht das auch in den Disc Golf Korb auf 30 Meter. Meter getroffen hat
Klutsch. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Doch, Klutsch. Ja, das dazu.